Hallo, herzlich willkommen zu Episode 6. Wir beschäftigen uns heute mit den noch ausständigen statistischen Auswertungsverfahren, die Sie im Rahmen eines Experimentaldesigns häufig benötigen. Und wir beginnen auch da wieder mit Tidycom und Tidyverse, die Sie beide laden können. Als Datensatz beginnen wir heute mit den automatisierten Journalismusdaten, die Sie oberhalb runterladen können. Das ist eine Befragung, eine experimentelle Befragung gewesen, bei der ein Teil der Befragten mit einem automatisiert generierten Text konfrontiert wurde und ein anderer Teil der Befragung, anderer Teil der Probandinnen und Probanden wurde mit einem menschlich geschriebenen, vergleichbaren Text konfrontiert und in beiden Fällen wurde dann abgefragt, wie lebhaft beispielsweise die Probandinnen und Probanden den Text halten. Wir wollen also Mittelwerte vergleichen zwischen zwei Gruppen, dafür nutzen wir einen T-Test, das kennen Sie, und um die Mittelwerte erstmal gegenüberzustellen, können wir einfach zunächst mal die Mittelwerte berechnen. Das ist nichts Neues, das kriegen wir über Group By und Summarize inzwischen problemlos hin. Ebenfalls problemlos hinkriegen wir die visuelle Darstellung, beispielsweise über Balken können wir die jeweiligen Gruppen darstellen und wir können das sogar gleich gebündelt für alle abhängigen Variablen machen, die uns so interessieren. Die eigentliche T-Test-Auswertung machen wir dann mit Tidycom ganz einfach über T_test. Die Funktion, die können Sie sich erstmal in Ruhe durchlesen, wie die funktioniert und was sie tut über die Hilfefunktion. Und stellen dabei fest, dass Sie da eine Form von Daten brauchen, die so ein bisschen an diese Wide-Datenstruktur erinnert. Wir haben aber momentan Daten im Long-Format und Sie erinnern sich bestimmt an die entsprechende Episode aus dem Wegweiser, in der erklärt wird, wie Sie von Wide zu Long und von Long zu Wide-Daten kommen. Im konkreten Fall brauchen Sie die Funktion Pivot-Wider, die können Sie auch wiederum über die Hilfefunktion nachlesen. Wir formatieren die Daten also um und rufen anschließend die t_test-Funktion auf, der wir diese Daten übergeben und in der wir spezifizieren, a, welche Spalte enthält denn die Zugehörigkeit zu der einen oder der anderen Gruppe, b, welche Variablen sind eigentlich unsere abhängigen Variablen, für die wir den Vergleich durchführen wollen und c, handelt es sich um gepaarte Stichproben oder nicht, wie Sie das eben auch aus zum Beispiel SPSS kennen. Wollen Sie die Mittelwerte von mehr als einer Gruppe miteinander vergleichen, dann brauchen Sie eine einfaktorielle Varianzanalyse oder eine ANOVA, die Sie ebenfalls im Tidycom-Paket finden und die genauso einfach auszuführen ist wie ein T-Test. Sie bringen die Daten wieder ins richtige Format und brauchen dann die Funktion UniANOVA. Wieder in die Hilfe geschaut, was Sie dafür Parameter spezifizieren können. Sie erinnern sich, dass es eine Vielzahl von Post-Hoc-Tests gibt. Tidycom hat nur ein paar wenige gängige, im Fach sehr gängige Post-Hoc-Tests mit an Bord. Wenn Ihnen die reichen, müssen Sie nur den Parameter Post-Hoc is true setzen. Was Sie dann zurückkriegen, ist eine Tabelle der Gruppenvergleiche innerhalb einer Zelle des Ergebnisses, das Sie aus der UniANOVA-Funktion erhalten. Die können wir aber rauslösen, indem wir den Tidyverse-Befehl pull nutzen. Pull zieht quasi eine Spalte aus der Tabelle raus und öffnet die mehr oder weniger und zeigt uns, was sich in dieser Spalte im Detail verbirgt. Und in dem Fall sind das die Tabellen, die wir da rausziehen und entsprechend lesen können. Kommen wir zur mehrfaktoriellen ANOVA. Auch hier wiederum die Auswertung über die visuelle Darstellung kein Problem. Wenn Sie mehrere unabhängige Variablen haben, dann können Sie die einfach als Liniendiagramm darstellen, wie auch bei SPSS zum Beispiel. Und wenn sich Linien kreuzen, dann sehen Sie, dass Sie es mit dem Interaktionseffekt beispielsweise zu tun haben. Die Aesthetics richtig setzen, GeomLine ausführen und geht schon. Oder geht doch nicht. Also, da ist ein Fehler. Ganz grundsätzlich, Fehler in R sind Alltag. Lesen Sie die Fehlermeldungen, googeln Sie die Fehlermeldungen. Sie landen sehr häufig bei Stack Overflow beispielsweise und können dort nachlesen, was gerade das Problem ist und was die Lösung des Problems sein kann. In dem Fall weiß er nicht, welche Punkte eigentlich mit Linien verbunden werden sollen und Sie müssen das festlegen über die sogenannte Group-Parameter in den Aesthetics. Wenn wir eine mehrfaktorielle Varianzanalyse in R auswerten wollen, dann ist das leider nicht mehr ganz so einfach wie beispielsweise bei der ANOVA oder beim T-Test. Letztlich ist eine mehrfaktorielle Varianzanalyse oder auch schon eine Varianzanalyse an sich nichts anderes als ein lineares Modell. Mathematisch gesprochen liegt darunter also eine Form der Regression, bei der eine Gerade versucht wird, durch bestimmte Punkte zu legen, die diese Punkte möglichst ideal abbildet. Das wissen Sie alles aus Ihrer Statistikvorlesung. Warum ich Ihnen das aber nochmal erkläre, ist, um zu begründen, warum wir für die ManOVA in R
eigentlich ein lineares Modell erstmal berechnen. Ein lineares Modell in R definieren Sie mit LM und geben dem LM mit eine Formel. Das klingt komplizierter als es ist. Sie beschreiben mit der Formel lediglich, wie dieses lineare Modell aussehen soll. So eine Formel für ein lineares Modell in R sieht also folgendermaßen aus. Sie haben eine abhängige Variable, anschließend folgt eine Tilde, das ist dieses Ungefährzeichen. Und jetzt kommen die unabhängigen Variablen, das heißt, Sie fügen die unabhängigen Variablen Namen dahinter ein. Wenn es mehrere sind, können Sie die mit einem Plus verbinden, dann werden die alle einzeln behandelt. Wenn Sie sie mit einem Mal verbinden, also mit Multiplikation verbinden, dann wird auch der Interaktionseffekt dafür betrachtet. Dann haben Sie Ihr lineares Modell definiert und um dann die MANOVA-Statistiken da rauszukriegen, brauchen Sie ein neues Paket. In dem Fall können wir das Paket SJ-Stats verwenden. In RStudio also nach rechts unten gewechselt, Packages, Install, SJ-Stats. Wenn Sie das installiert haben, können Sie es mit Library einbinden und anschließend das lineare Modell in die Funktion ANOVA-Stats übergeben. Wenn Sie da nachlesen in der Hilfe, dann finden Sie heraus, was da tatsächlich im Kern berechnet wird und wie Sie dann auch weiter damit die Ergebnisse auslesen können. Sie kriegen das mit LM, also mit dem linearen Modell, kriegen Sie Ihre Ergebnisse. Ein Teil der Ergebnisse steckt in den ANOVA-Stats und ein Teil in der Summary vergleichen. Das letzte Auswertungsverfahren, das wir uns in diesen 6 Episoden des Wegweisers anschauen, ist die Regression, und zwar die lineare Regression, für die wir zunächst mal wieder die Words of Journalism Befragungsdaten heranziehen, die wir schon in Episode 4 uns angeschaut haben. Auch da können wir ein quasi experimentelles Setting verorten und da mit den Beschäftigungsverhältnissen zum Beispiel arbeiten. Auch für die Regression nutzen wir in R lineare Modelle. Das heißt, wir müssen auch hier wieder mit einer Formel spezifizieren, wie unsere abhängige Variable durch unabhängige Variablen vorhergesagt werden soll. Das ist sehr intuitiv, glaube ich, soweit man die Syntax dieser Formel mal verstanden hat. Man kann dann auch wirklich nachlesen, womit sich jetzt diese Varianz denn am besten erklären lässt. Anschließend können wir das LM-Ergebnis interpretieren und wir können auch das LM-Summary-Ergebnis interpretieren. Uns fehlen jetzt allerdings 2 Dinge, die wir aus SPSS von Regressionen kennen. Das eine ist ein Vergleich der unterschiedlichen Modelle. Also wenn ich 2 unterschiedliche Modelle habe, durch Einschlussverfahren zum Beispiel, wie kann ich entscheiden, welches Modell besser auf die Daten passt. In R passiert das nicht automatisch. Sie müssen also die beiden Modelle, beispielsweise mit einer und mit 2 unabhängigen Variablen, separat definieren, also zweimal ein LM mit einer entsprechenden Formel erstellen. Und anschließend können Sie mit dem Befehl ANOVA, ja, das ist eine Varianzanalyse, die 2 Modelle vergleichen. Sie nutzen also den ANOVA-Befehl und schmeißen die beiden Modelle ineinander und stellen fest, welches Modell besser auf die Daten passt. Das zweite, was LM nicht ausspuckt, sind Beta-Werte. Beta-Werte für Regressionen, für lineare Modelle, machen in vielen Fächern, in anderen Disziplinen wenig Sinn, weshalb die nicht in R vorgesehen sind. Wir müssen also ein zusätzliches Paket bloß für diese Beta-Werte installieren und wir können dafür das Paket lm.beta nutzen, das, wie der Name schon sagt, für lineare Modelle Beta-Werte ausspuckt. Also installieren, Library, über Library einbinden, Hilfe lesen, nach einer Vignette schauen, wenn es eine Vignette gibt, Vignette lesen und anschließend stellen wir fest, dass wir eigentlich nur das lineare Modell in die Funktion lm.beta, die heißt also, wie das Paket als Ganzes, einbinden können und schon kriegen wir unsere Beta-Werte raus und haben eine lineare Regression berechnet. Das waren 6 Folgen des Wegweisers, einer Serie, die Ihnen den Umstieg mit Ihren Statistikkenntnissen auf R erleichtern soll. Es gibt zu allen Episoden und darüber hinaus sehr viel mehr, was R kann und wofür sich R auch eignet. Wir haben überall jeweils nur an der Oberfläche gekratzt. Ein paar weiterführende Links habe ich Ihnen jeweils unter die Videos gepackt. Ansonsten hilft auch ungemein, wenn Sie schlicht sozusagen googeln. R hat eine wahnsinnig große Community und eine sehr, sehr aktive Community, die von Kommunikationswissenschaftlerinnen und Kommunikationswissenschaftlern, aber auch aus ganz anderen Fachdisziplinen mit betreut wird. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei und freue mich, wenn Sie das Video oder die Videos möglicherweise auch Kommilitoninnen und Kommilitonen weiterempfehlen können.